billige Tupperdosen gekauft. Da konntest du schön eintupern. Mal nachdem der Tiger dazu Besuch gekommen ist. Das war furchtbar. Die Bravo, das war großartig, ne? Was war das Erste, was man gelesen hat in der Bravo früher? Natürlich, die Briefe an Dr. Sommer. Mit hochrotem Kopf hat man die gelesen, weil wir wussten ja, die Briefe sind alle echt. Efi 11, soll ich mit dem Kiffen aufhören? Martina 14, immer wenn ich mit meinem Freund Klammerblues tanze, spüre ich einen flaschenähnlichen Gegenstand in seiner Hose. Und jetzt meine Frage, ist mein Freund Alkoholiker? Ja! Das war ganz neu und das ist ja explodiert. Ich habe jetzt in dieser Session über 100 Auftritte und viel mehr kann ich gar nicht schaffen, also zeitlich nicht. Und mir macht das aber großen Spaß und was man lernen kann, das habe ich jetzt gelernt, was man lernen kann im Kölner Karneval ist Disziplin. Das ist so genau getaktet. Seitdem ich das mache, komme ich zu keiner Probe mehr zu spät. Ich überziehe nichts mehr und das kann man hier wirklich so lernen, dass man das nicht vergisst. Das ist schön. Es ist immer wieder toll, wenn du rauskommst, weißt nicht, was kommt auf dich zu, darfst dann spielen und die Leute haben Spaß. Das ist ja unsere Aufgabe, Spaß zu verbreiten, Freude zu verbreiten mit schönen Liedern. Ich freue mich einfach. Also ich habe hier eine Aufgabe angenommen, die mit Sicherheit nicht einfach ist, aber ich bin echt voller Tatendrang. Wir haben richtig viel gearbeitet seit Aschermittwoch und ich freue mich einfach jetzt auf das, was kommt. Ich glaube, bis heute Abend und so über den Sommer, das war die Pflicht und jetzt über die Session mit all den Jecken im Saal, da kommt jetzt die Kür. Also ich glaube, ein ganz großes Erfolgsrezept ist, dass die Leute uns ansehen, dass wir Spaß haben da oben. Das ist, glaube ich, die Hauptsache. Ansonsten glaube ich auch die Lieder, so wie wir sie schreiben. Klar, mit der Marie jetzt einmal eine langsame Nummer da rein. Aber auch irgendwie, was alle Leute so mit dem Karneval verbindet. Das ist jetzt nichts Hervorgegriffenes oder so. Und ja, ich glaube, es ist einfach auch die Mentalität, die ausgestrahlt wird auf der Bühne. Dass wir da Bock dran haben, was wir da oben machen.